Etwas zum Privaten: seit 2018 bei der Firma Otago Online Consulting, war vorher bei diversen Startups tätig, vor allem in Deutschland. Ich habe einen Faible für Automatisierung und Tools. Privat Serienfilm-Junkie, schaue eigentlich alles an, was auf Netflix so gepublished wird und auch Filme. Reise sehr gern, also 35 Länder und still counting. Und ich bin ursprünglich aus Kärnten. Warum ist das wichtig? Wenn ihr was nicht versteht, muss es nicht zwingend darum sein, dass es ein fancy Online-Marketing-Begriff ist, sondern einfach, weil es mein Dialekt ist. Ja, wer sind wir? Otago Online Consulting, Spezialisierung auf SEA, also Search Engine Advertisement und SEO, Search Engine Optimization. Wir sind hochspezialisiert, das ist das Team von uns und wir machen eben die zwei Sachen. Wir machen nicht viel, aber das, was wir machen, machen wir extrem und sehr gut. Kaiser Wilhelm II. Um 1900 hat gesagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Und die zweite Quote, the most dangerous phrase is, we've always done it this way. Genau das steht im Google Headquarter in Dublin. Da war Otago vor ein paar Monaten auf einem Company Visit und ich gebe euch die zwei Quotes einfach mal mit und wir werden dann später nochmal genau besprechen, warum ich diese Quotes am Anfang jetzt genannt habe. Ja, was heißt Automation? Automation heißt, repetitive Aufgaben einfach outsourcen, ja, und an die Maschine. Wie sieht jetzt die Arbeitswoche von mir aus, ja, von einem normalen Account Manager, Agentur in einer Firma, der Facebook Ads macht, Google Ads macht, LinkedIn Ads macht? Die schaut meistens so aus, ja. Also 80% der Zeit wird mit manuellen Aufgaben verbraucht. Am Montag macht man Reporting, am Dienstag das Bidding, am Mittwoch erstellt man Anzeigen, schreibt Anzeigen, also Copywriting. Am Donnerstag, dann sieht man die Suchbegriffe, ja, was tippen die Leute ein in die Suche, wo ist der Match, ja, was brauchen die Konsumenten, falls ich Begriffe schalte. Und am Freitag bleibt noch ein bisschen Zeit für das ganz, ganz wichtige Thema Strategie, ja, und Gebotsanpassungen und dann noch natürlich Anzeigen erstellen für nächste Woche, ja. Komme ich dazu noch im Vortrag? Ja, gehe ich noch genau drauf ein dann. Kommt ja schon jetzt. Genau, also der heutige Workflow ist, Bidding ist ein großer Teil von meinem täglichen Alltagsprozess. Bidding in dem Fall heißt einfach, wie viel bin ich bereit für ein Keyword zu zahlen? Ja, das kann jetzt sein 10 Cent oder für ein Keyword, wo was hoch umkämpft ist, zahle ich zum Beispiel 2 Euro. Ja. Genau, also ein Steigerungsprozess, ja, mehr oder weniger. Also ein Keyword zum Beispiel wie Schlüsseldienst, bei Google, wenn du das eintippst und Werbung schalten willst, wird natürlich teurer sein, wie ein Suchbegriff, der heißt, ich will eine Badewanne kaufen. Ja. Einfach, weil die Leute natürlich einen Schlüsseldienst jetzt brauchen. Ja. Und da viele Player im Spiel sind, die Aktionen machen viele mit und die steigern sich natürlich gegenseitig in die Höhe. Komme ich später dazu noch. Ja. Also momentan sehr viel manuelles Bidding, das heißt, ich gebe auf Keyword-Level, das heißt auf den Begriff zum Beispiel Schlüsseldienst, gebe ich ein Gebot ab. Ja. Dann kommt dazu Reporting, Kampagnen erstellen, Anzeigen erstellen, Suchbegriffe ausschließen. Das heißt, es geht viel, viel Zeit mit Bidding drauf, mit diesem einen Prozess, wie viel gebe ich aus für ein Keyword, was der Kunde sucht. Geht viel Zeit drauf. Idealer Workflow wäre aber, Bidding ist ein Teil von dem Ganzen. Ja. Der andere Teil ist A/B-Testing. Ja. Welches Keyword geht am besten? Welches Bild funktioniert am besten? Reporting ist ganz wichtig. Attribution, ja. Welches Keyword bringt den meisten Umsatz? Customer Acquisition, ja. Welche Sales-Strategien bringen wir den meisten Umsatz? Wie mache ich als Firma den meisten Verkäufe? Das wäre der optimale Workflow. Ja, welche Möglichkeiten gibt es jetzt bei der Automatisierung innerhalb Google Ads? Es gibt im Prinzip 3 Levels, ja. Verschiedene Levels der Automatisierung mit dem Tool Google Ads, das heißt im Google-Kosmos. Es gibt Bids, ja, also wie viel gebe ich aus fürs Keyword, wie stelle ich das Bidding ein? Mache ich das manuell oder ist es ein Algorithmus, der für mich die ganzen Prozesse managt? Ja? Es gibt Regeln, die man einstellen kann. Regeln sind ganz normal, wenn das passiert, mach das. Wenn dieser Fall eintritt, mach das andere. Und es gibt natürlich eine von den fortschrittlichsten Formen, es gibt eigene Skripten, die man schreiben kann, die dann komplette Kampagnen, Online-Marketing-Kampagnen vollkommen automatisieren, genauso wie du das haben willst. Es gäbe im Programm oder im Tool Google Ads auch einen vierten Weg, das wäre eine eigene API. Das ist wirklich nur für die ganz, ganz großen Player im Markt. Beispiel wäre jetzt Booking.com,
ist einer der größten Kunden von Google. Die tauschen im 5-Minuten-Takt Keywords aus, also tausenden Keywords aus, vollautomatisch. Und die haben quasi ein eigenes Programm geschrieben, was das macht innerhalb Google Ads. In Österreich eher nicht so alltäglich, weil einfach der Bedarf nicht da ist und weil die Accounts, das Budget zu klein ist. In Amerika natürlich ein Thema, ein großes Thema. Ja, let's play a game. Spielen wir ein Spiel. Und das ist der Automation Game. Ja. Das erste Level wird sein manuell, zweite Level die Alerts, das dritte Level die unabhängigen Aufgaben, Level 4 Automatisierung und Level 5 gehen wir schon wirklich in die Vollautomatisierung. Da geht es schon in Richtung Smart Campaigns. Ich komme dann dazu genau, was das jetzt ist. Wie kann man jetzt so einen Account, einen Google Ads Account, also die von euch, die damit arbeiten, werden das wahrscheinlich kennen, kann man einen Ads-Account optimieren. Ja. Der einfachste Weg ist wirklich einfach arbeiten mit Account-Management-Tools, mit Projektmanagement-Tools, wie zum Beispiel Asana. Wer kennt das von euch? Kennen einige, ja. Ist auch für mich persönlich das beste Tool, was es gibt am Markt. Wir haben in der Firma selber, leider muss ich sagen, Zoho Project, ist auch okay, aber natürlich nicht so gut wie Asana. Ja. Man tippt einfach, man gibt Aufgaben rein und die arbeitet man wirklich täglich dann automatisiert ab. Ja. Das sind ganz basic Aufgaben, die man einfach täglich machen muss, die man nicht vergisst, wenn man mehrere Accounts betreut, tippt man die ein und arbeitet die täglich dann ab. So, dann kommt jetzt schon ein bisschen weiter, ja. Wie kann man Automatisierung weiter treiben? Da sind wir jetzt schon im Interface von Google Ads, also einige von euch kennen das schon, so schaut das Interface aus. In dem Fall ist es dann wirklich aus der Praxis heraus ein Kunde von mir, eine Baufirma, ein Report. Wie viel kostet jetzt zum Beispiel für diese Firma eine Anfrage im Internet? Ja? Also ich aggregiere dann quasi Anfragen, die wiederum zu den Sales führen. Und wie viel kostet das der Firma, diese Anfrage zu bekommen? Ja? In dem Fall seht ihr schon Kosten pro Conversion. Conversion ist immer das Hauptziel der Firma, sieht man schon aufgelistet. Und diesen Prozess kann man dann monatlich einfach automatisieren, indem der Kunde dann einfach eine Mail bekommt und genau weiß, hey, eine Anfrage über das Tool Google Ads kostet mich 20 Euro, 30 Euro, ja. Ganz genau mit Zahlen hinterlegt. Das ist nativ in Google Ads direkt drinnen. Der nächste Schritt, was man machen kann, ist natürlich in Google Ads Interface Dashboards bauen, ja, wo man genau analysieren kann, ja, welche Kampagnen bringen wie viel, was waren die Kosten, wie viele Conversions habe ich erreicht. Vielleicht ganz allgemein, Conversion ist einfach, was ist mein Ziel online, ja. Das kann alles mögliche sein, das kann sein ein Katalog-Download, das kann sein ein Verkauf, das kann sein eine Transaktion, kann alles mögliche sein, was du als Geschäft definiert hast, einfach als Ziel. Der nächste Schritt wäre dann wirklich das Reporting. Wie schaut das aus bei uns? Google Data Studio ist ein Tool, mit dem man wirklich das komplette Online-Marketing automatisieren kann. Und wenn Sie selber jetzt in einer Firma arbeiten, im Online-Marketing-Bereich irgendwas machen, ist das speziell für Sie spannend, weil Sie wirklich, Sie können Omnichannel reporten. Das heißt, Sie haben nicht nur jetzt einen einzigen Channel, nicht nur Google Ads, sondern Sie haben in einem Report wirklich alles abgedeckt, was das Online-Marketing betrifft. Das kann sein Facebook, das kann sein Google Ads, das kann sein E-Mail-Marketing, das kann auch sein Offline-Conversions. Sie schicken einfach einen Postversand aus, wie viel kommt da zurück. Sie können wirklich in diesem Studio, in dem Data Studio, können Sie alles komplett reporten. In dem Fall ein umfangreicher Report von meinem größten Kunden, Guadi, eine Zaunfirma, die verkaufen Zäune, wo man wirklich genau alles sieht, wie viel kostet der Ausmesstermin, wie viel kostet der Verkauf eines Zauns, was ist passiert im letzten Monat, was haben wir gemacht, was ist auf Facebook passiert. Man hat hier wirklich Omnichannel Reporting und deckt in einem Report das komplette Online-Marketing ab, voll automatisiert. Genau, Data Studio ist ein Tool von Google. Google Data Studio, genau. Es gibt auch andere Tools, die das machen. Microsoft bietet zum Beispiel Microsoft Power BI an, also BI für Business Intelligence, ist auch eine Option, aber wir arbeiten viel mit Google und natürlich sind die Tools dann miteinander verknüpft und in der Form unschlagbar. Ja. Hier ein anderes Reporting, wiederum von Guadi aus Google Analytics, ein Webanalyse-Tool. Das größte am Markt mit großem Abstand, wo man wirklich mal sieht, ja, das ist ein Report, wo man die Audience sieht, eine Audience Overview, wo kommen meine User her, wer sind hier, wie viel Zeit verbringen wir auf der Seite. Ganz, ganz, ganz essentielle Dinge, wenn man irgendwas online verkauft. Auch ganz was Wichtiges, wo auch viele Firmen nicht immer drauf schauen, aber da hat man wirklich alles auf einen Blick für einen Monat, pro Land, pro Stadt, pro Sprache
und alles aufgeschlüsselt, ja. Es geht noch viel mehr, ja. Man sieht dann hier auch Reports, was sind meine Quellen, woher kommen meine Verkäufe, woher kommen meine User, ja. Ist das Google, ist das Bing, ist das Facebook, ist das Herold.at? Man sieht alles auf einen Blick. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch weiß, woher kommen die Customers und wie akquiriert man die. Und das Ganze kann man vollständig automatisieren. Das heißt, man kann wirklich einstellen, einmal im Monat schicke ich dem großen Kunden den Report vollautomatisiert zu. Der sieht das, das ist abgedatet und der bekommt das automatisiert als PDF zugeschickt und weiß dann, im letzten Monat haben wir so viel ausgegeben für die Werbung und so viel zurückgekommen. Ja? Also man kann wirklich in Zahlen alles ganz, ganz, ganz genau messen. Genau, also die Daten kommen von Google Ads und wird dann reingespielt in Google Data Studio. Und Data Studio kann aber Daten eigentlich, Data Studio kann Daten nehmen von Facebook, von Google, von LinkedIn, von Bing. Das ist komplett wurscht. Wie gesagt, es ist ein Google-Produkt, Data Studio, aber es kann Omnichannel reporten. Das heißt, es kann alles reporten, was Sie online machen. Wenn Sie ein Geschäft betreiben und online was verkaufen, würde ich Ihnen ans Herz legen, auch mit Data Studio zu arbeiten. Einfach für sich selbst. Es ist auch relativ leicht zum Erlernen, wenn man nicht bei einer Agentur ist oder im Online-Marketing arbeitet. Das dritte Level in Google Ads sind jetzt Regeln. Ja. Hier ein Beispiel einer Regel. Man kann Regeln festlegen für alle möglichen Sachen. Als Beispiele ist genannt Anzeigen, Kampagnen planen. Ja. Gebote erhöhen, Gebote senken. Anzeigen, Keywords mit schlechter Performance pausieren. Budgets kontrollieren. Man kann wirklich alles mit Regeln abbilden. Hier ein Beispiel, wo eine Regel automatisiert aktiviert wurde. In dem Fall haben wir einfach automatisiert Aktionstage geschalten. Stichwort Black Friday oder jetzt glaube ich war gerade Women's Day. Kann man Anzeigen aktivieren, die genau auf das angepasst sind. Die werden aktiviert, automatisiert und dann später automatisiert wird deaktiviert. Man bekommt ein E-Mail als Kontrolle, kann quasi einen Account automatisieren. Dann brauche ich dann um nichts mehr kümmern, wenn einmal die Vorarbeit geleistet wurde. So, jetzt kommen wir schon zum dritten Level, was in Google Ads möglich ist. Und da wird es dann schon eher sehr advanced. Da geht es dann schon um Skripten. Ja. Skripten ist quasi in Google Ads ein JavaScript, was man dann in Google Ads reinpflegt. Es gibt verschiedene Arten von Skripten, ja, die man benutzen kann jetzt. Alert Scripts, Reporting Scripts, Tool Scripts und Bid- und Budget Scripts. Hier ein Beispiel aus der Praxis. Schaut so aus. Wer kann das lesen? Passt, super. Was macht das? Ja, wurscht. Ja, es ist ziemlich klein, stimmt. Ich muss auch fairerweise sagen, das Skript habe ich jetzt nicht geschrieben, sondern einfach hergenommen, etwas umgeschrieben und dann für mich angepasst. Ja. Die meisten Leute, wenn sie das sehen, die denken das. Genau, also was ist das, was macht man damit? Richtig. Und im Prinzip, das ist das Outcome, ja. Man bekommt mit dem Skript automatisiert einen Report zugeschickt, wo man die Account-Performance sieht. Das heißt, wie performen meine Keywords, meine Anzeigen in der Google-Suche. Ja? Bekommt man hinterher zugeschickt, da geht es dann um, wie viele Klicks waren da, was ist mein Qualitätsscore. Qualitätsscore heißt, wie relevant sind meine Anzeigen für den User. Bekommt man dann einfach jeden Tag zugeschickt mit dem Skript im Hintergrund. Schaut kompliziert aus. Im Prinzip ist es genau das, ja. Ein E-Mail mit meinen wichtigsten KPIs bekomme ich täglich zugeschickt. Kann man auch, gibt es auch für Facebook, gibt es für alle möglichen Plattformen. Ja, ein anderes Skript zum Beispiel, Landingpage Issues for Guardi. Wie gesagt, Guardi ist ein großer Kunde von mir. Das Skript schaut sich täglich an, sind die Landingpages, für die ich Werbung schalte, noch aktiv? Sind das jetzt keine Error-Meldungen? Also Error-Meldung heißt 404er Error. Gehen die Landingpages noch? Funktionieren die? Das checkt alles durch, weil es heißt, wenn ich jetzt auf eine Anzeige klicke auf Google Ads, ja, und der User kommt auf eine Fehlerseite, natürlich springt er ab, ja, also bounced in der Fachsprache, der bounced dann einfach, genau, weil da kommt einfach ein Hund, meistens ist ein Hund auf Amazon oder so, ist ein Hund, 404 und der User springt ab, ja, das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Seiten live und online sind. Schaut dann so aus, man bekommt dann einen Report einfach in entweder Excel. Stimmt. Da stimmt, das habe ich vergessen. Wenn ihr interessiert seid am Skript, genau, also wenn ihr Google Ads macht, wahrscheinlich
Also das ist dann schon eher was Fortgeschrittenes. Dann könnt ihr mich dann gerne auch anschreiben mit deiner Mailadresse, kann ich euch das zuschicken. Es gibt auch ganz, ganz einfache Skripts, die euch ganz, ganz einfache Sachen checken, wie Quality Score und ganz einfache Sachen. Ja? Es ist ein enormer Mehrwert, ja. Weil man kann quasi alles kontrollieren, man kann den ganzen Account immer wieder kontrollieren und bekommt das dann, wenn was nicht passt, immer per Mail zugeschickt. Ja? Man verliert dann kein Geld auch, weil wenn man jetzt eine Woche zum Beispiel den User auf eine Landingpage schickt, die einen Error verbreitet, die einen Error hat, dann wird man auch Geld verlieren. Das ist ganz klar. Ja, man kann Kampagnen automatisiert erstellen in Google Ads mittlerweile. Das schaut dann so aus. Ja. Ich kann jetzt, also wer kennt Anzeigen in Google Ads in der Form? Kann ich kurz mal die Hand heben? Also eigentlich die meisten, genau. Man kann diese Elemente eigentlich dynamisieren, je nachdem, welcher User das sucht und je nachdem, wer der User ist. Ja. Also man kann jetzt Cube-Reaction austauschen, man kann die Prozente austauschen und man kann den Preis auch austauschen. Ja. Also vollautomatisch. Genau, das kann man voll anpassen. Ja. Genau. Ich zeige euch ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Das ist immer ganz wichtig für mich. Das ist jetzt ein Bild von Google, aber ich zeige euch dann auch Beispiele aus der Praxis von Kunden von mir selber. Das ist immer ganz wichtig. Genau. Das Ganze nennt sich Google Ads Keyword Insertion. Schaut dann so aus, dass man eine gewisse Regel vorgibt. In dem Fall ist es der erste Anzeigentitel. Da steht da Klammer Keyword hochwertige Allozone kaufen. Und diese Regel ist im Prinzip nur eine Funktion, wie in Excel, sagt jetzt, wenn der User was eintippt in die Google-Suche, dann nimm genau das, was er eintippt. Wenn das zu lange ist, dann nimm den Anzeigentitel hochwertige Allozäune. Aber wenn du jetzt was eintippst, wie zum Beispiel Allozäune kaufen, dann wirst du Allozäune kaufen auch in der Anzeige sehen. Das heißt, eine extrem hohe Relevanz, weil das wird genau angezeigt, was du suchst. Ja? Und da wird schon sehr spannend. Das kann man dann weiter treiben noch. Man kann wirklich sagen, in der Anzeige selber, wenn ihr was sucht in Google Ads, kann man sagen, ihr wart schon auf meiner Seite, ihr habt euch das Produkt angeschaut und wenn ihr wieder was sucht in der Suche, dann will ich, in dem Beispiel jetzt, ein Produkt von Guardi, der Linea-Zaun. Wenn ihr den Linea-Zaun angeschaut habt, will ich, dass euch der Text angezeigt wird, Linea, der Gewinner des Infinity Design Awards, jetzt mit 21% Rabatt kaufen. Wenn du nicht in der Zielgruppe warst und diesen Zaun nicht angeschaut hast, dann bekommst du nur jetzt mit 21% Rabatt sichern auf Allozäune. Ja? Das heißt, sehr angepasst, sehr personalisiert, wirklich auf den User. Natürlich kann man die Sachen auch kombinieren. Und jetzt kommen wir zum Bidding, was du vorher gefragt hast. Was hat sich in den letzten Jahren im Bidding verändert? Ja? Ganz am Anfang von Google Ads oder von allen Suchmaschinen, auch Yahoo damals, war es einfach Keyword-Bidding. Ja? Ich sage, das Keyword Haus kaufen, ich zahle 10 Euro dafür und passt. Ja? Das war ganz, ganz simpel als Beispiel jetzt. Dann sind Faktoren dazugekommen wie Zeit, Gerät, Wochentag, Interessen, Orte. Ja? Jetzt noch mehr Faktoren, Conversion-Pfad, Erweiterung, Sprache, Zielgruppe, Device-Typ, System und so weiter. Das heißt, in der heutigen Zeit muss man irrsinnig viel Daten berücksichtigen für die richtige Anzeige, für das richtige Boot. Das heißt, Conversion mal Zeit, mal Ort, mal Gerät, mal Zielgruppe ergibt wirklich Millionen an Kombinationen. Das heißt, das kann man mit manuellem Bidding, dass ich sage, 1 Euro für das Keyword, nicht mehr bewältigen. Und wenn man das Ganze manuell macht, schaut das dann so aus, weil man kommt einfach nicht mehr dazu und man läuft immer quasi den Keywords hinterher. Es gibt in Google Ads verschiedene Gebotsstrategien, die man einsetzen kann, die semi-automatisiert sind und Smart Bidding ist quasi wirklich vollautomatisiert. Das sind jetzt in dem Fall Klicks maximieren, das heißt, hol mir die meisten Klicks mit dem Budget. Auktionsposition heißt, ich will immer an erster Stelle sein für den Suchbegriff. Ich will eine gewisse Position haben auf der Suche und beim Smart Bidding geht es dann wirklich schon um Sachen wie, hol mir die meisten Verkäufe mit dem Budget, ich gebe 5 Euro aus im Monat, ich gebe 5 Euro aus am Tag oder 5 Euro im Monat, hol mir um den Preis wirklich Verkäufe. Ja? Verkauf um den Preis ein Produkt von mir innerhalb des Displays oder innerhalb der Google-Suche. Ja? Und Ziel ROAS, also ROAS steht für Return on Ad Spend, da kann man wirklich vorgeben,
wenn ich für die Werbung 20 Euro ausgebe, will ich einen Umsatz generieren von 50 Euro. Also so weit geht das schon. Ja. Man kann wirklich sagen, ich will was ausgeben, ich will auch bekommen dafür. Ja. Wenn man jetzt Smart Bidding einsetzen will, ist die Lösung der Maschine, muss man einfach viele Daten zur Verfügung stellen, damit die weiß, auf was sie bieten soll, auf was sie optimieren soll. Und wenn man die Daten nicht hat, gibt es verschiedene Tricks, um das trotzdem zu machen. Ja. Ist für alle spannend jetzt, die entweder online was verkaufen, eine Firma haben oder auch in einer Firma irgendwie Marketing momentan tätig sind. Ja. Das sind sogenannte Micro-Conversions. Ja. Das heißt Touchpoints am Weg bis zum Abschluss oder bis zur Hauptconversion. Weil jede Firma hat ja Micro-Goals, also Mikroziele und ein großes Hauptziel. Ja. Online-Shop ist es immer der Verkauf, am besten vom teuersten Produkt natürlich. Ja. Eine Customer Journey oder ein Touchpoint schaut so aus, der war auf einer bestimmten Produktseite, hat dann angerufen, hat dann ein PDF downgeloadet, dann ein Kontaktformular, dann hat das erst in den Cart hinzugefügt und erst der letzte Schritt ist dann die Conversion, das heißt der Kauf. Und die kann man hinzufügen bereits als Ziele, weil das sind ja Ziele. Ja? Die führen ja zur Hauptconversion im Endeffekt. Was ganz wichtig ist bei Smart Bidding oder bei smarten Sachen, ist, dass der Algorithmus immer eine gewisse Zeit braucht, um zu lernen. Das heißt, der macht das nicht von heute auf morgen. Ja. Der braucht eine gewisse Zeit und der braucht eine gewisse Datenmenge, damit er auch weiß, was er tun soll. Und das ist auch ganz spannend, wie das Google macht. Also Google hat ja vor ein paar Jahren die Firma gekauft, Google DeepMind, das ist die AI-Bude von Google. Da gibt es in der heutigen Zeit gibt's da zwei Firmen, die sich sehr damit beschäftigen. Das ist einmal OpenAI und das zweite ist Google DeepMind. Und da gibt es ein interessantes Video, könnt ihr euch anschauen unter dieser Adresse. Ich habe es jetzt nicht reingetan, was zu lange gehen würde. Da spielt einfach die AI ein gewisses Spiel, von Atari in dem Fall. Und wer kennt das Spiel? Spacing, das heißt, von Atari war das einfach. Man hat einen Ball, Bong heißt das, man spielt den Ball immer rauf und runter. Und das Ziel ist dann, die ganzen Steine einfach aus dem Weg zu bekommen. Ja. Die AI fängt von null an, spielt einen Ball immer rauf, immer runter und nach ca. 240 Minuten weiß die AI, naja, ich habe alles durchprobiert, aber am schnellsten geht es einfach, wenn man ganz links oder ganz rechts einfach die Wege freischaufelt. Ja? Das heißt, er fängt an, bereits nach 42 Minuten den Ball links oder rechts zu schießen, weil wenn der Ball mal links oder rechts oben ist, dann hast du so einen Bounce-Effekt, der geht immer rauf und runter und quasi so automatisierst du quasi den Abbau der Blöcke. Also hochinteressant, genau. Und warum ich das zeige? Weil Google genau diese Algorithmen auch nimmt für Produkte von Google in der Google-Suche oder auch im Display-Netzwerk. Ja, man muss beachten natürlich immer bei so einer Sachen, man darf nicht im Budget eingeschränkt sein. Das heißt, man muss als Firma eine gewisse Größe haben, um die Sachen auch anwenden zu können. Jede Änderung, die man macht, im Prozess, ja, also wenn man jetzt wirklich Algorithmen benutzt, um Gebote zu optimieren, die dauern einfach Zeit. Man darf nicht zu früh aufhören und man muss einfach der Maschine Zeit geben. Also in unserem Fall für Google Ads sind das 2 bis 4 Wochen, die man einfach braucht, damit man wirklich weiß, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ja. Es müssen schon Daten da sein. Man kann das nicht einfach einen neuen Ad-Account machen und dann jetzt gleich anfangen mit super Smart Bidding Strategien, das wird nicht funktionieren. Man braucht einfach Daten, historische Daten, auf die die Maschine aufbaut. Und man muss Ziele einstellen, die in der Vergangenheit erreicht wurden. Ja, Ziele sind Conversions, was ich vorher gesagt habe, die was schon mal erreicht worden sind, muss man wieder einstellen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Punkt und der vor allem spannend ist für Sie, wenn Sie Google Ads schalten oder schalten wollen. Das sind Smart Campaigns. Und in dem Fall ein Beispiel Smart Display. Bannerwerbung, glaube ich, sagt jeden hier im Raum was. Oder wer kennt Bannerwerbung nicht jetzt? Display-Werbung sagt jeden was. Genau. Was wäre jetzt, wenn Sie übers Display zu einem fixen Preis einfach wirklich Leads oder Verkäufe generieren können, den Sie fix vorher vordefinieren? Das heißt, Sie zahlen wirklich auch nur, wenn Sie sagen, ich zahle 30 Euro im Display. Und ich zahle für den Klick nur, wenn ich auch was verkaufe im Online-Shop. Oder ich zahle nur, wenn ich eine Anfrage bekomme für meinen Verkauf, für mein Haus oder für mein Verkaufobjekt. Funktioniert so mit Display Machine Learning Power. Wiederum, das nutzt zum Beispiel jetzt Algorithmen von Google DeepMind, das heißt Deep Brain. Wie funktioniert das? Im Prinzip gibt man Google verschiedene Bilderblocks. Ja? Logos in verschiedenen Formaten, verschiedene Bilder.
verschiedene Headlines, verschiedene Descriptions, also Anzeigentitel und Beschreibungen. Und Google macht dann eine Prediction daraus, ja, was funktioniert für welchen User am besten. Testet das wiederum durch, macht A/B-Testing bei verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Usern, verschiedenen Personen und weiß dann irgendwann, welche Kombination von Assets, von Bannern jetzt in unserem Fall, einfach am besten funktioniert für diese Zielgruppe. Und das macht Google mittlerweile vollautomatisiert. Und wie gesagt, es gibt auch die Option, dass man sagt, ich will wirklich nur zahlen, wenn ich über das Display oder das Display-Netzwerk, über einen Banner auch was verkaufe. Also hochspannend. Wie schaut das aus? Das schaut dann so aus, dass man hier eine Anzeige hat mit verschiedenen Assets. Google gibt dann eine Bewertung. Ja? Wie ist die Performance? Also die Headline zum Beispiel, save 80% on hotels, ist die beste Headline. Ja? Die anderen performen gut und die ganz untere performt zum Beispiel low. Dann weiß man schon, welches Wording muss ich verwenden für die Zielgruppe? Ja? Wo muss ich optimieren? Was passt eh schon? Also Google gibt das dann quasi vor, was man optimieren muss, wo man hingehen muss. Und es gibt auch eine Qualität von den Assets heraus. Das heißt, welche Assets sind am besten und welche soll man eher austauschen? Vollautomatisiert natürlich. Wie schaut das aus? Im Prinzip schauen Sie jetzt auf den gleichen Banner. Der schaut einfach nur für Sie anders aus wie für Gregor. Ist aber der gleiche Banner, gleiche Headline, einfach eine andere Zielgruppe in einer anderen Stufe des Touchpoints. Ist der ganz, ganz am Anfang von der Customer Journey oder bereits kurz vorm Kauf? Das ist jetzt ein Beispiel aus der Praxis, eine Smart Display-Kampagne, wo wir wirklich gesagt haben, ich will 32 Euro zahlen für einen Verkauf in meinem Shop. Man sieht es sehr schön, also in Blau sehen Sie das Hauptziel, die Conversion, in dem Fall eine Anfrage für einen Hauskauf. Der Algorithmus lernt. Irgendwann hat sich dann eingependelt und ab dem Zeitpunkt holt er konstant wirklich zu dem Preis quasi wirklich Verkäufe oder auch Anfragen rein. Übers, muss ich jetzt sagen, immer wieder, übers Display-Netzwerk, ja, nicht über die Suche, weil die Suche ist ja mit einer Intention, ja, sie tippen ja nicht irgendwas ein, sie tippen ja ein wirklich, wenn sie was kaufen wollen, tippen sie meistens kaufen an. Wenn sie Informationen brauchen, tippen sie Informationen ein. Und das ist wirklich übers Display, was ja eigentlich ein Awareness-Produkt ist oder ein Branding-Produkt, können sie wirklich auch zu dem Preis hochqualifizierte Leads oder Verkäufe generieren. Ja, genau. Was gibt es noch jetzt vor allem spannend für Leute, die einen Online-Shop haben, Sachen verkaufen? Wer von euch kennt Google Shopping als Produkt? Das sind nicht so viele. Okay, Google Shopping ist vor allem spannend für Personen, für Leute, die einen Online-Shop haben oder die physische Sachen verkaufen. Google Shopping ist quasi der Tab oder der Google Suche, wo wirklich Produkte angeboten werden mit einem Bild, mit einem Preis. Kann man auch wirklich machen. Local, das heißt, ich kann sagen, da vorne ist ein Eisgeschäft, es gibt Eis zu dem Preis. Und wenn ich Eis kaufen in Wien suche, bekomme ich eine Anzeige vom Eisgeschäft gleich um die Ecke jetzt. Geht aber natürlich auch global. Und es gibt eine Smart Shopping Campaign, das ist ein Hybrid zwischen Bannerwerbung, also Display-Werbung, und Google Shopping in der Google Suche. Ja. Das heißt, das schaut so aus, dass dein Produkt angeboten wird, wo gerade der User ist. Das heißt, es ist wurscht, wo der sucht. Je nachdem, wo der in der Customer Journey ist, sieht er dann quasi wirklich dein Produkt. Das wird ausgespielt in der Suche, in der Google-Suche, wird ausgespielt im Google Display Network, was jetzt, by the way, das größte der Welt ist. Also es gibt verschiedene Display-Netzwerke. Google ist mit Abstand das größte. Es wird ausgespielt auf YouTube. Und es kann auch sein, dass Sie Werbung finden, wirklich in Gmail, wenn Sie was gesucht haben, weil die Produkte einfach verknüpft sind miteinander. Kann man auch wiederum vollautomatisieren. Man gibt natürlich immer etwas Kontrolle ab. Also man gibt Kontrolle der Maschine über die Geburtsstrategie. Aber in dem Fall natürlich arbeiten wir viel mit diesen Ziel-ROAS. Und wiederum, ROAS heißt Return on Ad Spend. Wie viel will ich ausgeben an Werbekosten, um ein gewisses Produkt zum Verkaufen? Also wie viel Umsatz will ich reinholen, wenn ich das und das ausgebe? Hochspannend. Vor allem, wenn man dann sagt, wie viel Gewinn steht dabei raus. Das kann man auch natürlich nachvollziehen. Und da wird es dann wirklich spannend. Ja? Vor allem, wenn Sie einen Online-Shop haben oder was online verkaufen wollen. Ja, im Prinzip, wenn man diese Schritte dann umsetzt, auf Account-Ebene, auf Google-Ads-Ebene, hat man irrsinnig viel Zeit gewonnen, weil man halt der Maschine
einfach gewisse Sachen übergibt, die sie momentan einfach besser kann. Ja? Natürlich nicht alles, und man kann auch diskutieren, ob das Sinn macht, aber man hat mehr Zeit gewonnen. Genau. Ja, was macht man damit, mit der ganzen Zeit, die man gewonnen hat? Interpretation der Daten, die man hat, Entwicklung von neuen Strategien für den Google Ads Account, man macht A/B-Testing, welche Bilder funktionieren besser, Kommunikation mit dem Kunden, man schaut mal, was macht der Wettbewerber besser, was mache ich schlechter und was ganz wichtig ist, vor allem in dem Bereich, wo wir sind, wo Sie sind, wo ich bin, Weiterbildung. Es tut sich jede Woche was und wenn man sich weiterbildet, man verliert dann einfach den Anschluss. Ja, Karl Benz um 1920 hat gesagt, das Auto ist fertig entwickelt. Was kommt noch? Ja, im Prinzip kommt viel noch auf uns zu. Es wird immer mehr sein, immer mehr Automatisierung, vor allem Online-Marketing. Alle großen Firmen arbeiten daran. Und die Learnings daraus sind repetitive Aufgaben, die man wiederholt, automatisieren. Smart Campaigns, Smart Shopping, Smart Display funktionieren. Aber sie sind natürlich wenig steuerbar. Wenn man Kontrolle abgibt, muss man in Kauf nehmen, man kann sie nicht mehr so gut steuern, wie wenn man es manuell macht, das ist klar. Bei geringen Daten, also wenn sie wenig Daten haben, fügen sie Micro-Conversions hinzu, die ihnen was bringen. Das sind schon kleine Sachen, wie einfach, wie viele Seiten hat er geklickt, PDF-Download, einfach kleine Sachen, die zu einem Verkauf führen kann. Und setzen sie, wenn sie automatisieren, egal jetzt auf Facebook oder Google Ads, Menschenverstand ein und glauben Sie nicht alles blind, quasi was Ihnen eine Maschine sagt. Und im Prinzip geht es darum, ja, dass man da Zeit gehen muss und dass in dem Fall Karl Benz Kaiser Wilhelm in die Tasche steckt, weil man einfach unter Zeit gehen muss. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, dann später gern persönlich herkommen oder einfach jetzt nach dem Gespräch gleich fragen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, danke. Dann habe ich noch ein Bonmot dazu. Ich programmiere seit 24 Jahren Content-Management-Systeme. Ich betreibe seit 22 Jahren Event-Server mit Medien, mit Fotos. Auf meinem Server oben ist eine Fotoserie von der Regenbogenparade. In öffentlicher Raum, alle Zeitungen, ORF, alle Sachen. Ein Mädel drauf hat Bodypainting am Oberkörper, ist sonst textilfrei und Google hat mich gesperrt wegen Pornografie. Ja. Auf das bin ich stolz. Danke. Eine Frage? Ja, das ist klar, da ist Google sehr restriktiv auch und gewisse Sachen gehen auf Google einfach nicht, wie zum Beispiel Pharma-Sachen sind viel gesperrt, Cryptocurrencies ist viel, ja auch berechtigt natürlich, berechtigt ist auch viel gesperrt worden, man kann nicht alles auf Google bewerben, das Produkt muss schon auch passen und ja, sobald, sagen wir jetzt, Brüste sichtbar sind, natürlich wird der Banner nicht freigeschalten. Das sind ja auch Algorithmen, die die Banner kontrollieren. Ja. Ja, das ist ja spannend. Auf Instagram gab es ja diese Freedom Nipple, wo man einfach den Nippel abgedeckt hat und dann der Algorithmus hat das nicht mehr gecheckt und dachte, das sind Männerbrüste. Ja, ohne Nippel geht's, ja. Ja. Auf Google bin ich mir jetzt sicher jetzt. Auf Instagram ist es gegangen, ja, haben sie aber auch mittlerweile gefixt, weil da war ja dieses Ding, wo man Nippel abbiegt und dann kann man die posten, also für den Nippel war das, Instagram-Kampagne. Aber ja, Google ist nicht für alles die richtige Plattform, aber ist für viele Sachen natürlich ein sehr guter Weg, um Leads zu generieren, vor allem für Produkt oder für Tool. Und muss ich mal dazu sagen, Google ist nicht die einzige Wahrheit natürlich. Momentan sagt man ja Cookies ja oder nein, genau. Aber in Bälde wird ja kommen, dass die Cookies differenziert sind. Ja. Und da wird auch Google Analytics dabei sein und ich glaube, dass die wenigsten Leute dann anzeichnen wollen, ich will Google Analytics. Wie geht da mit das Marketing um, mit dieser Entwicklung? Nein, im Prinzip, wenn du keine Cookies hast für den User, kannst du kein Remarketing machen, weil du musst ja... Entschuldigung. Also wenn du keine Cookies hast, dann kannst du kein Remarketing machen. Und das dementsprechend, du kannst die User jetzt nicht verfolgen, wenn die auf deiner Seite waren, mit Bannern oder auch mit Suche. Ja. Du brauchst, denke ich, einen Touchpoint. Das heißt, es gibt jetzt zwei Wege. Der erste Wege ist, du kaufst Daten zu. Das wissen die meisten Leute auch nicht. Die großen Plattformen in Österreich will haben, die verkaufen User-Daten. Ja. Natürlich anonymisiert und alles super konform, aber die verkaufen Daten, wenn sie was suchen oder will haben, dann verkaufen die Daten an eine gewisse Firma.
Und daher weiß natürlich diese Plattform, dass sie sich interessieren gerade für Hundewelpen. Wieso wurscht jetzt was? Dass sie Daten kaufen, ist der erste Weg. Der zweite Touchpoint wäre natürlich, sie waren auf der Seite und daher interessieren sie sich für die Seite, wo man Welpen verkauft auch. Und daher hat man die Daten dann. Ja. DSGVO war ein riesengroßes Thema vor ein paar Monaten. Im Prinzip hat sich viel geändert, nicht wirklich. Ja. Hat jetzt auch verschiedene Gründe, weil erstens mal, es gibt jetzt keinen super großen Präzedenzfall in Österreich oder in Europa, glaube ich, immer noch nicht. Und zweitens, ja, die ganzen Datenschutzbehörden sind so dermaßen überfordert mit dem ganzen Thema, dass es hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Und wenn Sie jetzt sagen, opt-in, opt-out, ja, im Prinzip ist es eh nur ja oder nein. Und das ist so ein riesengroßer Banner, der da aufpoppt. Dann klickt man halt schnell ja und dann opt man ja in für alles, was es gibt. Dann opt man hier nicht nur für Google Analytics, sondern auch für Remarketing-Firmen, für E-Mail-Marketing, also für alles, was es so gibt. Ja. Ihre Daten, die kosten ja was. Das ist ja in meisten Daten nicht klar. Sobald Sie da draufklicken auf einer Homepage, sammeln die Webseiten Daten über Sie und die kosten was. Und desto genauer Sie sich Ihr Produkt anschauen, desto mehr wert sind Ihre Daten und Ihre Cookies. Da müssen Sie Ihnen klar sein, dass das passiert, wenn Sie ja sagen. Du hast ja sehr, sehr viel über Theorie gesprochen und teilweise auch Praxisbeispiele gebracht. Ich bringe jetzt wirklich mal ein reales Beispiel. Der Michi und ich sitzen nächste Woche und wir programmieren für die Glock 2 einen Online-Shop. Das ist der erste Online-Shop für einen österreichischen Händler und probieren natürlich online jetzt auch diese Glock 2 zu verkaufen. Jetzt erzählst du in einem Vortrag, du kannst eine Bannerwerbung schalten und du zahlst nur dann, wenn der Kunde auch über deinen Online-Shop eine Uhr kauft. Für mich als Händler ein wunderschönes Modell. Nur was muss ich im Endeffekt als Händler im Vorfeld in eine Investition tätigen, damit das überhaupt funktioniert? Kannst du das irgendwie in Zahlen, Umsätze packen, damit du sagst, naja, das müsstet ihr investieren, damit das so und so funktioniert? In der Realität schaut es dann so aus, dass man einfach, wie ich vorher gesagt habe, man kann nicht von Null starten, man braucht eine Datenbasis. Das heißt, man schaut sich mal an, um wie viel verkaufst du eine Uhr? Das ist eine Uhr, ja? Hast du gesagt, genau. Wie verkaufst du eine Uhr im Schnitt? Was ist dein Cost per Acquisition in der Google-Suche? Ja? Wenn der eintippt, Uhren kaufen, kommt deine Seite, kauft eine Uhr. Dann schaust du dir an, wie viel kostet dein Verkauf über Bannern? Ja? Also Banner ist eher ein Produkt für Awareness, primär mal, ja? Dass man einfach dich kennt, euch kennt, dadurch steigt euer Search-Volume, der kommt zurück in die Google-Suche, tippt ein, kauft was. Ja. Das heißt, wie viel kostet einmal ein Verkauf im Banner? Und dann bekommst du einen Wert raus, das ist der CPA-Wert, also Cost per Acquisition oder Cost per Action, was ein Verkauf wirklich kostet über die Suche und über das Display. Und daraus kann man dann einen Mittelwert ableiten, das ist dann quasi dein Target-CPA für diese Smart-Display-Kampagne. Und um den Preis werden wir dann probieren über das Display-Netzwerk. Da müssen natürlich auch viele Faktoren stimmen. Ja? Also dann muss man Know-how haben. Die Creatives müssen immer noch gut sein. Du kannst jetzt nicht jeden Schaster quasi reinnehmen. Die Headlines müssen gut sein, am besten geschrieben von einem, der sich mit Content auskennt. Und dann wird es spannend. Wenn man das alles dann zusammengefügt hat, kann man dann sagen, in der Search über Google Suche Uhren kaufen 20 Euro, Display sind 50 Euro und um 30 Euro holen wir jetzt über das Display einen Verkauf rein. Und wir zahlen auch wirklich nur, wenn der Verkauf stattfindet. Das kann man ganz leicht messen mit, also das Tool wäre jetzt Google Tag Manager, mit dem man wirklich die ganze Seiten verpixeln kann und ich kann alles komplett nachvollziehen, was auf deiner Seite passiert für meine Werbekampagne oder für mein Produkt Google Ads. Das heißt, ja, ich habe auch gerade eine Kampagne am Laufen, die funktioniert extrem gut. Das ist für einen großen Premium-Bauträger in Wien. Da haben wir definiert, eine Anfrage für ein Haus ist dem 50 Euro wert und wir haben gerade eine Kampagne am Laufen. Der bekommt wirklich für ein Haus am Wiener Stadtrand um 50 Euro qualifizierte Leads rein und hat jetzt wirklich in 3 Wochen sogar schon einen Verkauf gehabt für ein Haus über Display. Was schon ziemlich cool ist, weil das heißt, der hat natürlich die Kosten sofort darin. Sobald er einen Verkauf hat, hat er die Kosten leicht darin. Ja, genau. Und also spannendes Produkt, wirklich. Ja. Funktioniert auch. Also ich habe gerade am Laufen. Ja, also für alle spannend. Display-Werbung mit Pay for Conversion, also Pay für einen Verkauf oder für das wichtigste Ziel, das ihr habt. Dann
Dankeschön und vielen Dank dir. War ganz ein toller Vortrag.